Herzlich willkommen zum heutigen Podcast zu DevOps bei der Arrow. Mein Name ist Dani Techido, BDM in der Business Unit Security und bei mir heute Gianluca Urbano, ich leite Business Unit Networks and Security bei der Arrow in der Schweiz. DevOps oder eben DevSecOps ist ja für die meisten ein neues Thema. Einerseits in den Unternehmungen, bei der Security sowie auch bei den Entwicklern selber. Da das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Gruppen neu definiert. Wie sieht denn das bei uns aus? Das gängige Verständnis von Security bis vor kurzem zumindest war, oder hat nie den Gedanken beinhaltet, dass Applikationen agil werden, respektive mit dem Shift in die Cloud, Mikrosegmentierung, Containerisierung, dass das so ein Ausmaß annehmen wird. Bis anhin war es mehr so, dass Applikationen lokal, monolithisch im Datacenter waren und somit mit der gängigen Security abgedeckt worden ist und nicht andere Ansätze bedarfen hat. Somit für Security ganz neue Herausforderungen, sprich neue Themengebiete in diesem DevOps-Thema. Korrekt. Der Silo-Gedanke, der zum Teil heute noch herrscht, wo man am Schluss einen Layer über alles legt, einfach Security bildet am Schluss, wenn alles erledigt ist, ist bei den Entwicklern immer noch gängige Meinung, dass das dann eine gewisse Unflexibilität auf den Plan ruft. Der Gedanke muss natürlich aufgebrochen werden und bei diesen DevOps-Herren und Damen das Verständnis oder die Awareness geschaffen werden, dass auch in der Applikationsentwicklung in der heutigen Zeit Security ganz ein wichtiger Aspekt ist und demzufolge auch am Anfang bei der Entwicklung schon mit berücksichtigt werden muss. Ein Entwickler oder beim Entwickler, der hat als erste Priorität make it run, make it fast and make it as cheap as possible. Und dort gilt es, denke ich, für unsere Gattung, unsere Branche, unser Ökosystem, die Awareness zu schaffen, dass es eben Security essentiell wichtig ist, auch in der Applikationsentwicklung. Und wie gesagt, von Beginn weg schon. Man kennt ja das unter agile Applikationsentwicklung oder Agile, Scrum, all die Begrifflichkeiten, die man heute auch überall ein bisschen hört. Aber da würde ich gerne das Wort dir überlassen. Du hast schon, bevor du zu der Arrow gekommen bist, in Unternehmen gearbeitet, wo du auch in so Organisationen tätig warst, wo man eigentlich agile Arbeitsweise. Danke vielmals. Ja. Ja, wie siehst du das? Wo sind dort Herausforderungen in der Security? Ich denke wirklich, das war für viele Neuland gewesen und gerade bei den Entwicklern, dass die Security dort integriert wird und die Prozesse, die man hat, um die ganzen Applikationen rauszudeveloppen und rauszureleasen, dass die dort dann automatisiert werden und Security nicht ein Hinderungsgrund ist, sondern im Prinzip wirklich der Shift Left macht und sprich die Entwickler unterstützt, damit sie genau, wie du gesagt hast, ihre Applikationen möglichst schnell zum Laufen zu bringen, aber der Aspekt der Sicherheit nicht in den Hintergrund kommt. Ja, und der Trend der Hersteller ist schon auch, je länger sie mehr der Shift oder sie gehen in Richtung Cloud und Applikationen. Was bedeutet das eigentlich für unser Ökosystem, wo wir uns eigentlich tagtäglich eigentlich drin befinden und bis heute Business gemacht haben? Aus meiner Sicht ist es so, dass es wirklich für viele von unseren Partnern, also von unserem Ökosystem und auch Endkunden, halt wirklich ein Schritt in die nächste Welt ist. Wir haben den intern auch schon gemacht und der Roy steht dann auch dran. Einerseits richtig DevSecOps, richtig aber auch Cloudifizierung, richtig Hybrid Cloud mit unserer Plattform, die wir dort haben, mit der Aerosphere, wo wir genau, ich sage jetzt mal, die virtuelle Welt, die Hypervisors, die es gibt, können anbieten, unseren Partnern zur Verfügung stellen und für unser Ökosystem halt wirklich einen Weg oder sprich eine neue Herausforderung, neue Themen, die sie dort angehen müssen. Ja, da würde ich gerade gerne weiter Fragen stellen oder ein bisschen vertiefter. Konkret, was heisst das oder wie hilft das? Ich meine, das ist einmal das, was wir
machen als Arrow, wie hilft das unseren Businesspartnern weiter? Für mich ist das wirklich, dass wir als Arrow dort den Support leisten, die Unterstützung bieten, dass wir unseren bestehenden Businesspartnern die neue Welten zeigen, dort den Eintritt erleichtern, Unterstützung bieten bei den Herstellern, die sie bis jetzt schon im Portfolio haben, aber weitere Lösungen, die nicht ins Konventionelle hineingehen, die sie bis jetzt gekannt haben, also wirklich in die DevSecOps Cloud-Geschichte hineingehen, dass wir sie dort unterstützen, dass sie dort Zugang bekommen, dass sie aber auch für unsere oder ihre Endkunden können einen Mehrwert bieten, indem dass sie nebst dem angestammten Security-Business, das sie gemacht haben, und der Security-Beratung auch können weitere Schritte oder sprich auch dort die Transition zu diesen neuen Kulturformen Richtung DevSecOps, wo halt eben mehrere Leute zusammen am gleichen Ziel arbeiten, dass sie dort in diese Richtung können wachsen mit uns, aber auch mit ihren Endkunden. Wenn du das Fazit müsstest ziehen, Daniel, welches wäre das? Ich denke, für uns und unsere Partner ist halt wirklich der Weg in die Entwicklung, in die neuen Themen, DevOps, Neuland. Und wir können dort unseren Partnern helfen, als Brückenbauer den Weg zu machen, dass sie wirklich in die neuen Themen kommen und vermitteln zwischen unseren Herstellern, unseren Partnern, aber auch den Endkunden, dass man dort schneller und einfacher den Weg beschreiten kann und auch schneller Erfolg feiern, sprich unseren Partnern und Endkunden auch das nötige Know-how mitgeben. Danke vielmals. Ich würde sagen, spannende Zeiten vor uns. Freuen wir uns auf das, was noch kommt und kommen wird. Ja, danke natürlich dir auch. Und ich denke auch, es würde immer interessant bleiben. Und bei uns hoffen wir es auch immer mit Neuigkeiten und interessanten Themen weitergehen. Absolut. Schönen Tag wünsche ich dir noch in dem Fall. Danke vielmals, dir auch.